Wie liest man Zustandsdiagramme von Mischung? Etwa dieses Siedediagramm der beiden Komponenten IBAR, Isobutylalkohol, und IPAR, Isopropylalkohol. Auf der Abszisse ist die Zusammensetzung der Mischung aufgetragen. Links haben wir reines IBAR, rechts haben wir reines IPAR, dazwischen alle möglichen Mischungen, in diesem Fall mit dem Molenbruch XB beschrieben. Als Ordinate haben wir die Temperatur aufgetragen, in dem Fall zwischen 80 und 110 Grad. Das Zustandsdiagramm sagt uns nun, welche Phasen bei einer bestimmten Kombination von Zustandsgrößen vorliegen. Um uns in diesem Diagramm zu orientieren, schauen wir uns zunächst einmal die homogenen Phasen an. Wenn wir eine Zusammensetzung X und eine Temperatur T so wählen, dass wir einen Punkt oben rechts im Diagramm erhalten, haben wir eine homogene gasförmige Mischung. Wenn wir einen Punkt im unteren linken Bereich wählen, haben wir eine homogene flüssige Mischung. Die Grenzen der homogenen Bereiche sind die sogenannten Binoden. Binoden sind Grenzen zwischen homogenen und heterogenen Bereichen in einem Phasendiagramm und haben oft bestimmte Bezeichnungen. Die Binode, die die homogene Flüssigkeit nach hohen Temperaturen hin begrenzt, heißt Siedelinie. Die Binode, die die Gasphase nach unteren Temperaturen begrenzt, heißt Taulinie. Zwischen Tau und Siedelinie findet sich der zweiphasige Bereich. Wenn wir einen Punkt in diesem Bereich konstruieren, ist das System homogen nicht stabil, sondern zerfällt in zwei Phasen. Doch dazu später mehr. Siede- und Taulinie treffen sich an zwei Punkten. Das sind die invarianten Punkte in unserem Diagramm. Hier hat das System keine Freiheitsgrade nach Gibbs. Das ist einmal der Siedepunkt von reinem IPAR. Hier liegen flüssiges und gasförmiges IPAR bei exakt 82 Grad Celsius nebeneinander vor. Das ist zum anderen der Siedepunkt von reinem IBAR. Hier liegen flüssiges und gasförmiges IBAR bei 108 Grad Celsius nebeneinander vor. Der Verlauf der Binoden, so wie hier, ohne Maximum und Minimum, ist typisch für einen Phasenübergang einer idealen Mischung. Einer Mischung, bei der die Komponenten chemisch sehr ähnlich sind. Wir wollen an diesem Diagramm jetzt das Aufheizen einer 50-50 Mischung IBAR-IPAR diskutieren. Wir mischen 1 Mol IBAR, 1 Mol IPAR bei 80 Grad zusammen. Wir erhalten einen Punkt im Diagramm, der hier liegt. Wir haben eine homogene Flüssigkeit. Wir erwärmen diese Flüssigkeit. Das bedeutet, wir gehen auf einer senkrechten im Diagramm nach oben, auf einer Isoplete, hier grün gezeichnet. Bei etwa 92 Grad schneidet die Isoplete die Siedelinie. Das heißt, die Mischung beginnt zu sieden. Die Zusammensetzung der Gasphase, die aus unserer flüssigen 50-50 Mischung entsteht, können wir mit Hilfe der Konode ermitteln. Eine Konode ist eine Isotherme im Zweiphasenbereich. Wir können beliebig viele Konoden in den Zweiphasenbereich einzeichnen. Jede Horizontale zwischen Siede- und Taulinie ist eine Konode. Eine Konode verbindet zwei Phasen, die miteinander im Gleichgewicht sind. In unserem Fall ist das die 50-50 Flüssigphase und die Gasphase, die etwa 70%ig an IPAR ist. Die Gasphase ist also angereichert an dem Leichtsieder. Eine 50-50 Mischung IBAR-IPAR beginnt also bei 92 Grad zu sieden und die Gasphase, die aus der Flüssigphase entsteht, ist etwa 70%ig. Wir wollen eine weitere Aufgabe mit Hilfe des Siedediagramms IBAR-IPAR diskutieren. Wenn wir 65% IPAR mit 35% IBAR mischen und auf 91,5 Grad erwärmen, entspricht unserem System ein Punkt im Phasendiagramm im Zweiphasenbereich zwischen Siedelinie und Taulinie. Dieses System ist hier homogen nicht stabil, sondern zerfällt entlang der Konode in Flüssigkeit und Gas. Dieser Zerfall geschieht nach dem sogenannten Hebelgesetz. Wir zeichnen die Binode durch den Punkt, sehen, dass die Binode die Siedelinie bei 0,5 schneidet und die Taulinie bei 0,72 schneidet. Unser System ist homogen nicht stabil, sondern zerfällt in eine Flüssigphase mit 50% IPAR und eine Gasphase mit 72% IPAR. Das Verhältnis von Flüssigphase und Gasphase ergibt sich nach dem Hebelgesetz.
Der Hebelarm A ist etwa doppelt so groß wie der Hebelarm B. Das bedeutet, die Menge an Gasphase ist doppelt so groß wie die Menge an Flüssigphase. An dem Siedediagramm Stickstoff-Sauerstoff können wir die Abkühlung von Luft diskutieren. Bei 82 Kelvin ist die Luft homogen gasförmig, Zusammensetzung 79% Stickstoff. Bei 81 Kelvin kondensiert eine Flüssigkeit, die 50%ig an Stickstoff ist. Erst bei 79 Kelvin ist die komplette Luft kondensiert. Beim Kondensieren und Verdampfen einer idealen Mischung sind weder Temperatur noch Zusammensetzung der Phasen konstant. Das Siedediagramm mit den Binoden und Konoden kann uns den genauen Verlauf des Verdampfens und Kondensierens erläutern. Bei idealen Mischungen ist die Gasphase immer angereichert am Leichtsieder. Damit haben wir eine Möglichkeit, eine ideale Mischung durch Destillation zu trennen. Im Prinzip kann man eine ideale Mischung durch mehrfache Destillation in die reinen Komponenten auftrennen und diesen Prozess im Siedediagramm als Treppenstufe einzeichnen. Die Mischung Wasser-Ameisensäure zeigt ein Siedediagramm mit Maximum. Das Maximum heißt auch azeotrop. An diesem Punkt schneiden sich Siedelinie und Taulinie ein drittes Mal. Das Azeotrop bildet einen dritten invarianten Punkt. Es siedet und kondensiert wie ein reiner Stoff. Entsprechend kann man derartige Mischungen durch Destillation nicht in die reinen Komponenten trennen. Die Mischung Wasser und Ethanol zeigt ein Siedediagramm mit Minimum Azeotrop. Eine flüssige Mischung mit 95,6% Ethanol siedet bei konstant 78,2 Grad zu einer Gasphase mit ebenfalls 95,6% Ethanol. Entsprechend kann man eine Ethanol-Wassermischung durch Destillation nicht in die reinen Komponenten aufspalten. Hier haben wir ein Phasendiagramm einer Mischung Hexan-Nitrobenzol unterhalb des Siedepunktes. Wir können dieses Phasendiagramm in ähnlicher Weise diskutieren wie ein Siedediagramm. Wir haben eine Binode, die den homogenen Bereich vom heterogenen Bereich abtrennt. Oberhalb der Binode ist die Mischung homogen. Unterhalb der Binode ist die Mischung heterogen. Unterhalb der Binode im heterogenen Bereich können wir beliebig viele Konoden einzeichnen. Wenn wir eine Nitrobenzol-Hexan-Mischung bei Raumtemperatur herstellen, haben wir die Situation 1. Die Mischung ist homogen, einphasig. Wenn wir diese Mischung abkühlen, schneiden wir irgendwann die Konode. Ab dieser Temperatur zerfällt die Mischung in zwei flüssige Phasen. Bei 15 Grad Celsius liegt der Zustand 3 vor. Wir haben eine nitrobenzolreiche Phase und eine hexanreiche Phase nebeneinander vorliegen. Das Verhältnis dieser beiden flüssigen Phasen können wir nach dem Hebelgesetz ermitteln. Dann haben wir das Schmelzdiagramm einer idealen Mischung. Es sieht genauso aus wie ein Siedediagramm und wir können es in gleicher Art und Weise diskutieren. Wir haben zwei homogene Bereiche, den flüssigen Bereich hier oben, den festen Bereich hier unten. Wir haben zwei Binoden, diese Binoden heißen Soliduslinie und Liquiduslinie. Die Binoden treffen sich in nur zwei Punkten, nämlich den Schmelzpunkten der reinen Komponenten. Im Zweiphasengebiet können wir beliebig viele Konoden einzeichnen. Mit Hilfe dieser Konoden können wir zum Beispiel das Erstarren einer 60%igen Schmelze diskutieren. Wir erkennen, dass beim Erstarren einer idealen Mischung weder die Temperatur noch die Phasenzusammensetzung konstant bleiben. Hier haben wir das typische Schmelzdiagramm einer nicht idealen Mischung. Die beiden Komponenten sind zwar in der flüssigen Phase ideal mischbar, bilden jedoch in der festen Phase kaum Mischkristalle. Wir suchen zunächst die homogenen Bereiche. Wir haben den Flüssigphasenbereich hier oben abgegrenzt durch eine typisch V-förmige Binode. Wir haben zwei feste homogene Bereiche, einmal Kaliumchlorid-Mischkristalle hier rot gekennzeichnet und einmal Lithiumchlorid-Mischkristalle hier schwarz gekennzeichnet. Diese homogenen festen Bereiche können so schmal sein, dass sie nicht mehr von den Ordinaten zu unterscheiden sind. Alle anderen Bereiche im Diagramm sind heterogen. Wir haben im dreieckigen Bereich hier links Schmelze und Kaliumchlorid-Mischkristalle, im dreieckigen Bereich rechts
Schmelze- und Lithiumchlorid-Mischkristalle und in dem rechteckigen Bereich hier unten Kaliumchlorid- und Lithiumchlorid-Mischkristalle nebeneinander vorliegen. Wie gehabt sind die Schmelzpunkte der Reihenkomponenten invariante Punkte. Wir haben einen weiteren invarianten Punkt hier am Minimum der Liquiduslinie. Diesen invarianten Punkt nennen wir Eutektikum. An diesem Punkt liegen flüssige Schmelze, feste Mischkristalle Kaliumchlorid und feste Mischkristalle Lithiumchlorid nebeneinander vor. Die Temperatur beträgt konstant 359 Grad Celsius. Das Eutektikum ist die Schmelze mit dem niedrigsten Erstarrungspunkt. Wir haben hier eine Erstarrung und ein Schmelzen wie bei einem reinen Stoff bei einer konstanten Temperatur. Wir wollen das Erstarren einer untereutektischen Schmelze am schematischen Schmelzdiagramm diskutieren. Wir kühlen die Schmelze ab, gehen auf einer Isoplete nach tiefen Temperaturen hin. Am Zustand 2 schneiden wir die Liquiduslinie. Hier scheiden sich Kaliumchloridkristalle aus der Schmelze aus. Wir kühlen weiter ab. Die Kaliumchloridkristalle wachsen. Die Schmelze reichert sich immer mehr an Lithiumchlorid an und bewegt sich entlang der Liquiduslinie zum Eutektikum. Am Punkt 3 haben wir große Kaliumchloridkristalle in einer Schmelze mit eutektischer Zusammensetzung vorliegen. Die Temperatur bleibt jetzt konstant, bis die eutektische flüssige Mischung komplett erstarrt ist. Am Punkt 4 haben wir große Kaliumchloridkristalle in einer eutektischen festen Matrix vorliegen. Die eutektische feste Matrix ist heterogen und besteht aus einem innigen Gemenge von Kaliumchlorid und Lithiumchloridkristallchen. Bei einem Eutektikum ist eine flüssige Phase unterhalb einer bestimmten Temperatur nicht mehr stabil, sondern zerfällt in zwei feste Phasen. Das Umgekehrte liegt bei einem Peritektikum vor. Hier ist eine feste Phase oberhalb einer Temperatur nicht mehr stabil und zerfällt in eine weitere feste Phase und in eine flüssige Phase mit anderer Zusammensetzung. Man nennt dies auch inkongruentes Schmelzen. Beim kongruenten Schmelzen, welches wir in einem Dystektikum beobachten, schmilzt eine homogene feste Phase zu einer homogenen flüssigen Phase mit der gleichen Zusammensetzung. Ein Eutektikum erkennen wir an einer V-förmigen Struktur der Liquiduslinie. Ein Peritektikum erkennen wir an einem Knick in der Liquiduslinie sowie in einer dachförmigen Struktur, wenn wir die Phase S1 uns anschauen. Wenn diese V- oder dachförmigen Strukturen auftreten und nur feste Phasen beteiligt sind, sprechen wir von einem Eutektoid und von einem Peritektoid. Wir haben hier einen Ausschnitt des Phasendiagramms von Eisen und Kohlenstoff. Wir wollen dieses Diagramm diskutieren. Wir haben einen flüssigen homogenen Bereich hier oben. Wir haben drei feste homogene Bereiche, das sind Alpha-Eisen, unten links Gamma-Eisen, die etwas ausgedehntere Zone hier, und Delta-Eisen oben links. Und wir haben festen Zementit, das ist hier die rechte Begrenzung. Alle anderen Zonen im Zustandsdiagramm sind heterogen. Wir könnten diese Zonen jetzt beschriften und können beliebig viele Konoden einzeichnen. Wir erkennen mehrere invariante Punkte. Einmal die V-förmige Struktur des Eutektikums an dieser Stelle. Hier ist die flüssige Schmelze nicht mehr stabil, sondern zerfällt in Gamma-Eisen und Zementit. Einmal die V-förmige Struktur des Eutektoids an dieser Stelle. Hier ist das Gamma-Eisen nicht mehr stabil, sondern zerfällt in Alpha-Eisen und Zementit. Das Gamma-Eisen hat nicht nur eine Floortemperatur, sondern auch eine Ceilingtemperatur. Hier haben wir das Peritektikum, das Gamma-Eisen zerfällt hier in Delta-Eisen und Schmelze. Weiterhin haben wir ein Dystektikum an dieser Stelle. Zementit schmilzt kongruent zu der entsprechenden Schmelze. Wenn Sie ein Zustandsdiagramm diskutieren wollen, suchen Sie zunächst die homogenen Bereiche und markieren Sie diese. Suchen Sie dann die Binoden und versuchen Sie, die Binoden zu klassifizieren. Ermitteln Sie schließlich die invarianten Punkte und notieren Sie die Phasengleichgewichte, die an diesen invarianten Punkten ablaufen.